Hallo, Hallo meine meine Lieben! Herzlich willkommen zu unserem ersten Video im neuen Jahr 2022. Du bist heute nicht dabei. Ja, beim nächsten Vlog. Wir haben heute für euch ein Mukbang McDonald's Frühstücksvideo. Ja, Philipp findet das auch toll. Wir haben uns überlegt, dass wir mit euch frühstücken und ein bisschen erzählen. Abendessen haben wir schon mit den Zuschauern gegessen. Aber gefrühstückt noch nicht. Genau, und deswegen haben wir gedacht, komm, wir waren vorhin bei McDonald's und haben Frühstück eingekauft. Und dann schauen wir mal gleich rein und dann fangen wir gleich mit dem Video an. Baba, ich halte nur die kleine Maus. Ich nehme den kleinen Mann zu mir. Wir haben uns hier Wasser eingeschenkt, weil wir wollten jetzt keinen Orangensaft trinken. Und den Kaffee haben wir schon getrunken. Haben hier mal Pancakes mitgenommen. Kennt man, oder die Pancakes? Das ist für den kleinen Mann. Genau. Dann haben wir für den noch nicht anfangen. Papa hier Ham and Eggs. Hast du einen Gabel dabei? Ich hoffe mal, oder? Wenn nicht, müssen wir essen eh zu Hause. Kein Stress. Dann haben wir so McMuffin. Finde ich, schon auf dem Foto immer viel geiler aus, gell? Ja, und was ist das denn? Hat der Unfall gehabt. So, zerquetscht. Dann hier nochmal ein Bacon and Egg. Wie schaut der aus? Da ist die Gabel für dein Ei. Und das Ei, was ist denn da passiert? Das ist wahrscheinlich Verpackung. Ist der Koch drüber gestolpert und draufgestiegen. Ups, Entschuldigung. So stellen wir das hin. Hier sind die Pancakes, die zeige ich euch auch gleich. Pancakes. Man sieht irgendwie gar nichts, weil alles so in diesen Tüten drin ist, gell? Entschuldigung, der Philipp ist schon hungrig. Papa, gib mir mal ein bisschen Ei. Dann haben wir eine Semmel, zwei Kornspitz. Die eine Kornspitz gehört hier zum Ei. Wir haben nämlich auch ein Wiener Frühstück mitgenommen. Hörst du das? Zusammen im Magen. Ja, dann haben wir ganz viel Besteck. Honig, Marmelade und Nutella haben wir auch. Pfeffer für dein Ei. Ah ja, und Salz. Salz auch. Mein Gott. Ah, und McToast haben wir auch mitgenommen. Ja, das ist ja richtig platt. Ja, ich mag das total gerne. Wie ist das so dünn? Das ist, glaube ich, Schinken. Ich mag McToast. Das schmeckt voll gut. Also mir schmeckt McDonald's Frühstücks. McDonald's-Grundsätze. So, wir haben uns jetzt vorbereitet. Unser Frühstück. Haben wir das richtig aufgeteilt? Ja, gell? Das ist Wiener Hunger Frühstück. Hast, kriegst du noch von mir was. Oh, danke. So, let's go. Fangen wir an zum Essen. Oh, ich hab schon Hunger. Mach doch alles mal essen. Schau mal. Schau dich zu. Du musst ihm schon abreißen. Ist zu gummimäßig, oder was? Ein bisschen. Muss auf jeden Fall was rauf. So, mit was fange ich an? Ich glaube, ich fange mit meinem, wie heißt das? McMuffin Beef? Was ist das? Salz? Ist ein bisschen kalt. Wirklich? Aber mega. Mach mal bei. Darf ich auch? Ja. Gar nicht so schlecht. Da ist so ein Beef-Bun drin. Bacon und ich glaube Ei, oder? Lecker. Sieht nicht lecker aus, aber schmeckt sehr lecker. Ja, das Brötchen ist auch so in Polenta, siehst du? Ah ja, stimmt. Warte, also, der ist richtig gut. Ja, mag ich auch mal beißen. Ja. Mit viel Ei, aber völlig. Drinnen ist ein Spiegelei mit Speck und Käse. Schaut so lecker aus. Aber schmeckt auch sehr gut. Wie schmeckt das? Ich habe nicht probiert. Ah, oh, sehr gut. Ich finde so Frühstück, ich könnte zu jeder Uhrzeit Frühstück essen. Kennst du das? Am besten ist, wenn man andere macht. Ja. Oder könntest du mich jeden Tag überraschen? Du mir auch! Du mir auch! Kurze Pause. Oh Gott, ich kann jetzt nicht mehr trinken. Mit Ei. Dann bei dir raus. Ja, mein Lieben, wir haben uns gedacht, wir drehen gleich zu Anfang des Jahres ein Video, wo wir mit euch ein bisschen quatschen und euch ein bisschen erzählen. Der Philipp, wir haben ja uns jetzt ein paar Tage Pause gegönnt nach Silvester. Das hat uns sehr gut getan. Ja, wirklich. Also wir haben auch gar kein Instagram gemacht. Wer uns auf Instagram folgt, hat das mitbekommen, dass wir da auch wirklich so ganz inaktiv und gar nichts gemacht haben. Und das hat wirklich sehr, sehr gut getan.
Das braucht man, finde ich, auch manchmal, wo man ja einfach nur gammelt, faul ist. Ja, und das Handy nicht wirklich in der Hand nimmt, genau, und irgendwas macht, weil... Genau, wirklich mal wirklich handyfreie Zeit, aktive Zeit mit den Kindern nutzen, spielen, draußen sein, auch nur faul sein, herum, Fernsehen. Wir haben auch unsere wir haben ja Walking Dead geschaut. Wir sind was wert, wir sind was wert. Staffel 10, ja. So spannend, so gut. Am Anfang, also, als wir die Serie angeschaut haben, ich habe mir gedacht, das war am Anfang zu gruselig. Ja, aber auch so Zombies. Wie kann das so gruselig sein? Man wisst ja, dass es eine Maske ist, aber der Film ist wirklich sehr gut gemacht. Ja, und auch so mit so einer Geschichte dahinter, genau, so Stories. Ja, und wir wollten euch so ein bisschen erzählen, was dieses Jahr so kommen wird auf unserem YouTube-Kanal, weil wir haben so ein bisschen uns Gedanken gemacht, so einen Jahresplan sozusagen. Wir haben uns Ideen aufgeschrieben, was wir, genau, umsetzen wollen. Wir werden weiterhin bei 2 Videos die Woche bleiben, wie auch bisher. Letztes Jahr hatten wir gar keinen Jahresplan gemacht, weil letztes Jahr, wenn ihr euch noch erinnern könnt, da war ich hochschwanger mit Philipp. Da haben wir auch keine Pause gemacht, da haben wir weitergevloggt, weil wir quasi das festhalten wollten. Ah, ja, schauen, wann er kommt, hat sich so ergeben. Und ja, dieses Jahr haben wir uns ein bisschen so Gedanken gemacht und haben außer den Vlogs, die natürlich bleiben, auch so andere Videos, Themenvideos draufgeschrieben. Food Halls. Die sehr unterhaltend sind, ja? Ja, Food Halls, Challenges, was haben wir noch aufgeschrieben? Lunchbox-Videos. Genau. Und auch Kochvideos sind wahrscheinlich dabei. Mhm. Dann auch, ich habe wieder voll Bock auf so, also Food Halls habe ich schon gesagt, aber auch so DM Halls, Action Halls, so Sachen euch mitzunehmen beim Einkaufen, weil wir gehen ja doch auch sehr oft zu diesen Läden und ich weiß, dass euch das auch gefällt und ja, also solche Sachen haben wir auf jeden Fall geplant und gerne schreibt auch ihr uns in die Kommentare rein, welche Videos ihr denn gern sehen wollt, vielleicht so Morgenroutine, Abendroutine haben wir uns auch aufgeschrieben, also solche Videos, die euch interessieren würden, ja, das wird uns auf jeden Fall auch interessieren, was ihr gerne sehen wollt, weil dann können wir uns daran so auch, genau, so ein bisschen richten. Und da gibt es also natürlich dadurch auch Inspiration. Genau. Das ist auch uns wichtig, was ihr auch sehen wollt. Natürlich nicht nur, was wir posten wollen. Es muss natürlich uns auch Spaß machen. Genau. Na, logisch. Also wir können kein Video drehen, das ihr sehen wollt, aber wir keinen Spaß daran haben. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Ich frage mich gerade, ob wir nicht zu viel eingekauft haben. Weil wenn man, immer wenn man bei McDonald's ist, das ist schon so klein, also denke ich, ja, das und das. Also und das Ei schaffe ich definitiv. Wer soll das den Kornspitzen noch schaffen? Aber der andere? Ich habe ja noch den McToast, da haben wir noch Pancakes und Wiener Frühstück. Nein. Also hat ein Messer in der Hand. Ich habe jetzt mit meinem McToast angefangen, der ist leider ein bisschen kalt. Den muss man, so ein Essen muss man eigentlich echt sofort essen. Wenn der Käse so ein bisschen fest geworden ist, ist es gar nicht mehr so lecker. Aber mein Ei schmeckt irgendwie auch so. Nicht Ei, irgendwie. Industrie-Ei. Ja, irgendwie so. Echt? Stimmt, ja. Also das, was in dem Toast war, in dem Burger war, das war gut. Mm. Aber das finde ich ein bisschen so zu industriell. Ich weiß nicht, so ein bisschen grün. Also die Farbe ist nicht so geil. Schon, oder? Ich bestelle so nie so gerne Rührei eben. Also wenn. Aber ist ja gerade vom Speck. Ja. Wenn ich Ei esse, dann nur zu Hause, weil ich bin echt. Ich mag nicht, wenn das Ei schlapprig ist. Das kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ich bestelle auch selten Ei irgendwo, aber diesmal, ich weiß nicht, ich wollte einfach mal. Außer wir sind in einem Hotel und der macht das Ei vor einem. Kennst du, wenn du schon mal in einem Hotel wart, wo es dann so eine Ei-Bar gibt, wo man ein Omelett bestellen kann, da kann man sagen, was man drauf oder drin haben will. Und der das frisch macht, dann kann ich sagen, bitte durch, dann ist es okay. Ja, ja. Aber. Und so habe ich voll die Panik immer, dass es zu schlapprig ist. Ich finde es nichts Schlimmeres als schlapriges Ei. Also ich habe kein Problem damit, nur ich weiß nicht, wie die Eier sind oder das frisch sind. Also das ist meine Gedanke. Ja, das hat, alles hat man, kann man immer erwischen. Ja, aber so, dass schlapprig ist und so, habe ich kein Problem. Also es kann auch sehr ruhig, sehr weich sein. Es wird auf jeden Fall cooles auf euch zukommen. Also wir haben das ganze Jahr, wird sicher sehr interessant sein. Jeden Monat ein Food Hall haben wir auf jeden Fall eingeplant und, genau, immer ein bisschen anders. Genau. Auch mit live und so. Also und auch nicht nur die Geschäfte, die ihr kennt oder wo wir immer einkaufen also waren. Ja, auch mal was, mal was anderes. Wir werden was Neues ausprobieren. Wir werden auf jeden Fall, ja, wir haben auf jeden Fall, cool, wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf. Durch das, dass wir uns das jetzt aufgeschrieben haben, haben wir mehr Zeit, das zu produzieren. Und wenn, genau, nicht so wie letztes Jahr so, oh, keine Zeit, egal, machen wir keins. So, das war ja. Ja, oder machen wir dann schon auf der Schnelle und dann ist der Stress da. Ja. Das kriegt ihr vielleicht gar nicht so mit, aber bei uns ist es dann mega stressig, weil wir haben ja
5 Kinder, das ist ja auch der Haushalt, der zu führen ist, die Wäsche und das Kochen. Also viele von euch können sich nicht vorstellen, wie aufwendig ist, so ein Video zu drehen. Ja genau, von Anfang bis Ende. Auch wenn es nur ein Vlog ist, man muss es natürlich schneiden. Ich habe auch früher nicht gewusst, also bevor ich mich mit dieser Sache mehr auseinandergesetzt habe. Aber ein Video zu drehen dauert, also alleine die Vorbereitung, das Drehen, dann Schneiden. Und ihr müsst auch noch denken, dass wir auch die Kinder oder unsere Leben, die auch nebenbei laufen muss. Läuft, ja. Genau, und das muss auch irgendwie passen, also dass rechtzeitig gegessen wird, dass es sauber ist, dass gekocht ist natürlich auch. Und ja, also das muss man auch noch machen. Und das hat uns gestresst, weil wir nicht gut vorbereitet waren letztes Jahr, weil wir natürlich ins Jahr gestartet sind mit Baby. Und genau. Also das man kann nicht alles super, aber dieses Jahr wollen wir uns weniger stressen und besser organisiert sein. Effektiver arbeiten. Genau. Jetzt in dieser Zeitraum, wo wir nichts gepostet haben, wir haben die Batterie aufgeladen. Genau. Wir sind sehr motiviert im neuen Jahr gestartet. Wir haben wirklich schöne Zeit gehabt. Wir haben schöne Weihnachten gehabt. Also habt ihr mitbekommen, aber am Heiligabend haben wir mitgefilmt. Und auch die anderen Tage war schön. Also da am 25. Also wir sind einfach nur im Pyjama, ferngeschaut, mit den Kindern, Kekse gegessen, gespielt. Wir haben die ganzen Spiele gespielt, die Kinder bekommen haben. Ja, wir haben ein paar Tage, Nächte gehabt. Also wir sind bis 3 Uhr in der Früh. Wir waren wach geblieben. Wir waren urlange wach mit den Kindern, dann haben wir urlange geschlafen. Ich finde, es gehört auch dazu. Ja, ja. Du kannst auch Semmel haben, wenn du willst. Ich esse schon, kannst du okay, ich mag keine. Diese Messer sind jetzt aus Holz. Schau mal, kling, kling. Also ich finde es cool. Ja, auf jeden Fall schauen die stabiler aus als die aus Plastik. Weil diese aus Plastik, dem habe ich so nicht so vertraut, ob die wirklich schneiden. Und die ich finde zum Beispiel besser. Die Holzlöffel beim Eis, ja, die haben so einen guten Geschmack. Das Holzlöffel, da gibt es einen guten Nachgeschmack. Papa. Ja, da hat ein Vogel, oder? ja. Was willst du? Es gibt Honig. Nur Honig. Zweimal Honig. Und ich habe Erdbeere und Nutella. Oh. Was ist das andere? Butter. Bruno? Ja, bin Butter. Aber bitte teilen, spar dir das. Spar gut ein, natürlich. Wie soll man das auf 2 teilen? Im Kühlschrank ist auch keine Butter mehr, wir müssen noch einkaufen gehen. Ich liebe so kleine Marmeladen. Ich liebe das diese. Das ist Chakra-Blumen. What? Chakra-Blumen, ja. Schaut das an? Also, sehr viel reingespritzt. Aber ich weiß nicht, ich habe so eine gute Erinnerung, diese Marmelade, wenn ich die sehe. Papa's gesehen. Okay, ich nehme die Hälfte und die Hälfte du, ja? Ja. Muss ich abmessen. Auf jeden Fall, diese Marmeladen liebe ich. Da habe ich so richtige Flashbacks, weil das erinnert mich immer an die Zeit, wie wir. Also wo ich ein Kind war, wenn wir in Urlaub waren, also immer wenn ich so eine Marmelade sehe, ist so ein Flashback einfach da zum Urlaub. Gehen wir immer in Urlaub, solche kleine ja. Dosen, im Hotel oder so. Das einfach. Oder das, wenn ich das sehe, darin muss ich mich immer an Patrick erinnern. Der hat sich immer die vom Buffet genommen. Und dann, in Italien, gell? Ja. Naja, das Frühstück in Italien war auch nicht so, wie soll ich sagen. Du meinst in den Hotels, wo wir waren? Ja, das war furchtbar. Also denn, diese Erinnerung kann ich... Ich kann das nicht vergessen. Also wir haben lange Zeit keinen Urlaub gemacht, weil wir das Haus gekauft haben und viel renoviert haben. Ah, du meinst den allerersten Urlaub. Ja. Ja. Furchtbar, wirklich. Unglaublich. Also nach 3 Jahren, 2, 3 Jahre, glaube ich, 2 oder 3 Jahre haben wir keinen Urlaub gemacht. Ja, weil wir das Haus gekauft haben und da haben wir halt so viel renoviert. Und keine Zeit hatten und ja. Ja, keine Zeit. Das war pure Griff ins Klo. Also ja, die Zimmer waren dreckig. Das war das, was mich geschockt hat. Das war zwar natürlich die Betten waren gemacht, aber es war so abgefuckt. Dann bin ich zum Rezeption gegangen und ich habe mich fast mit dem Manager verprügelt. Ja, das war wirklich schlimm. Weil der, wisst ihr, es war so, wir wollen das Zimmer beanstanden, weil es war wirklich schlimm. Also so, bei der Dusche ist das Wasser hochgekommen. Ja, genau. Und Haare. Und es war unter dem Waschbecken, habe ich geschaut, ich habe was aufgehoben, was so Seifenreste, Dreck. Und ich habe das gesagt und er war nicht so, oh, schauen wir nach, was da ist. Er hat uns angeschrien. Also wir waren freundlich beim Beschweren, also wir haben uns beschwert, aber er konnte damit nicht umgehen. Er hat uns total angeschrien. Unglaublich, ja. Und dann hat mein Mann gleich zurückgeschrien und was ist, wie redest du mit mir, respektlos. Und dann hat es kurz so, ich habe wirklich Angst gehabt. Ja, wir sind sehr, sehr nah zueinander gekommen, aber dann hat sich die Situation wieder beruhigt. Ja, ich habe gesagt, komm bitte, geh mal. Und ich meine, es war jetzt nicht so eine gefährliche Situation, also der Mann hat jetzt nicht, der war so ein kleiner Italiener. Aber das war Urlaub, also das gehört nicht dazu, nur wenn du schon jahrelang keinen Urlaub machst und dann zahlst du für den, es war auch nicht günstig. Ja, ja, und Urlaub ist nie. Also, ja. Man zahlt ja immer was, ne? Und kriegst du einen Mist, natürlich kriegst du eine Krawatte, ne? Und deswegen haben wir immer, oder der Patrick, sehr viel Nutella, ich Honig. Und ich immer Marmelade gegessen. Mamma mia. Aber bei Urlaub, dieses Jahr planen wir auch was Größeres, aber
Wir werden jetzt noch nicht viel sagen, weil wir wissen nicht, ob wir es schaffen. Wir wollen dieses Jahr mal ganz weit weg und mal schauen, wie wir das, ob es möglich umsetzbar ist. Ja, umsetzbar ist. Mit Corona, mit den Flügen, mit den Kindern. Genau. Schule ist auch mal wieder. Ja, wieder wann auch? Also, der Patrick muss jetzt auch. Zivildienst macht er ja auch. Matura hat er. Also Abitur schreibt der Patrick dieses Jahr. Und das schauen wir, aber wir planen auf jeden Fall mal was anderes. Zurück zum Frühstück. Das Wiener Frühstück gibt es, glaube ich, nur in Österreich, oder? Aber ich sage eins, ich glaube, das Wiener Frühstück ist einer der Beste. Also das schmeckt mir besser als die ganze... Aber es hat nichts mit McDonald's zu tun. Das ist einfach Brot mit Butter und genau. Marmelade. Wow! Da kann nichts schief laufen. Da kann nichts schief laufen. Außer der Butter ist abgelaufen. Ja. Das ging ja Papa. Immer paranoid. Paranoid nicht, aber ich habe einen sehr sensiblen Magen. Also wenn ich irgendwas esse, was nicht stimmt, egal wie... Papa ist der Erste. Ja. Am Papa können wir sagen, ob das Essen gut war oder nicht. Also die anderen haben nichts, aber bei mir ist es, ich bin entweder... Michelle ist auch so. ...sofort am Klo, der hat Bauchschmerzen. Wir sind schon beim Thema Klo. Wie schaffen wir das immer? Wenn wir auch, immer. Irgendwie auch so mit den Kindern labern und dann plötzlich Thema Klo. Ich schaue raus, das gibt es nicht. Mich würde interessieren, was in Deutschland... ob es da ähnliche Sachen gibt. Haben wir noch nie gefrühstückt. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Habt ihr auch ein Wiener Frühstück? Ich denke nicht, oder? Wiener Frühstück. Als wir in Stuttgart waren, also haben wir Burger gegessen, die in Österreich noch nie gegeben hat. Ja, gut. Wie man? Ja. In Stuttgart, oder? Ja. Ja, aber in der Früh weiß ich ja nicht. In der Früh ist immer anders. Aber ich glaube schon, dass es in der Früh auch andere Sachen gibt als in Österreich. Also. McToast und so. Hey, Pancakes haben wir nicht gegessen. Frisbee. Ja. Ich will nicht, ich bin schon voll. Ja, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ein kurzer Einblick in dem neuen Jahr und auch in unsere Gedanken, unsere Pläne und auch in unsere Zeit, wo wir nicht gefilmt haben, was genau. Wir gemacht haben. So zum Zusammenfassen. Ja. Schmiert ihr Honig? Oh nein. Er hat sie kaputt gemacht. Er hat es kaputt gebissen. Oh nein. So, wie ihr seht, müssen wir das Video jetzt beenden. Hey, hands up. Der Willi kleckert uns sonst. Oh no, er ist ja voll angeschmiert. Winnie Pooh, warte kurz. Perfektes Video. Warte kurz, deine Hand ist voll pickel. Also, mein Lieben, danke. Tschüss.